Petra die Vierte. Unsere Reise geht nun weiter mit ABBA. Sie haben nicht nur mit ihren weltberühmten Songs, sondern auch mit ihrem Musical Chess neue Maßstäbe gesetzt. Und doch etwas fehlt noch. Die Sagen und Märchen des Nordens. Und hat nicht auch der Weihnachtsmann seine Werkstatt im ewigen Eis? Bleiben Sie neugierig. Jetzt hör doch einmal zu, wenn ich dir schon sage, es handelt sich hier nicht um ein Nikolasi, sondern um ein Osterhasi. Jetzt zieh doch das einmal endlich ein. Nikolasi! Ja, also so, ja, also du Rotzkopf, das ist ein Osterhasi, das ist kein Nikolasi. Osterhasi, verstanden? Osterhasi! Thank you.
Paar mit ihrer Garde und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Paar mit ihrer Garde und ich wünschen Ihnen viel Vergnügen. Nach aller Orden am Bande. Der nummerierte Orden mit der Nummer 1 geht wie immer ins Rathaus zu Händen unseres Oberbürgermeisters. Und hier ist der richtige Zeitpunkt, am Viktualienmarkt diesen Orden zu verleihen. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch, habe ich gesagt! Und dann hat seine Gattin neben mir, die Petra, jetzt ein Jahr Bedenkzeit. Da unten steht die Petra, die zweite Prinzessin von 98. Hier steht die Petra, die vierte. Schauen wir mal, ob es eine Petra, die fünfte, in Zukunft gibt. Dadurch das Fallen. Dadurch das als Prinzessin Fallen. Also ein Jahr Bedenkzeit. Aber jetzt, liebe Oberbürgermeister,
ein paar Worte ans narrische Volk, muss man sagen, die Münchner sind schon tapfer und zart. Ja, liebe Münchnerinnen, liebe Münchner, liebe Gäste, es ist einmalig hier. Erst einmal, glaube ich, haben die Nachhaller, haben die alle hier nochmal einen ganz, ganz großen Applaus verdient. Ich habe mir vorher gedacht, wenn der Bursche mit der Badehose da oben gestanden ist, bin ich froh über meine Rolle. Also super gehört und es war auch hervorragend getanzt. Es hat alles passt. Ganz so nass war es gar nicht. Jedenfalls weniger nass als bei euch draußen. Es ist, ich glaube, einmalig in München. Wir zeigen jetzt auch, dass wir auch bei dem Wetter feiern können und dass wir uns vor den Kölnern und Düsseldorfern gar nicht verstecken brauchen, sondern dass wir in München auch Fasching feiern. Und wir lassen uns das Fasching feiern. Wir lassen uns das Fasching feiern, garantiert auch nicht vermiesen, weder von schlechter Stimmung, dafür gäbe es vielleicht den einen oder anderen Grund auch, aber weder von schlechter Stimmung noch von dem greislichen Wetter. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid und ich wünsche euch noch einen wahnsinnig tollen Faschingsdienstag, einen super schönen Faschingsausklang und ich sage das gleiche wie jedes Jahr, wer zufällig ein bisschen zu viel Geld ausgegeben hat oder der Geldbeutel leer ist nach dem Faschingsdienstag, Terminhinweis in eigener Sache, morgen 11 Uhr Geldbeutel waschen am Marienplatz am Fischbrunnen. Ob es hilft, weiß kein Mensch, aber geschaut hat es noch keinen. Also wenn der Geldbeutel leer ist, einfach kommen. Ein Wasser geht auf jeden Fall rein. Mehr Wasser wie von oben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Alles Gute, kommt gesund nach Hause und bis nächstes Jahr. Dankeschön.